ihr hier jetzt aufstöhnt. Wer hat uns gut durch diesen letzten Winter gebracht? Wer hat die Gasspeicherwerke gefüllt? Wer hat dafür gesorgt, dass die erneuerbaren Energien entfesselt wurden? Das war Robert Habeck. Während ihr nur von einer Deindustrialisierung schwätzen könnt, arbeitet dieser Mann. Und das ist grüne Wirtschafts- und grüne Klimapolitik. Wer hat gut durch den Winter geführt hat? Der liebe Gott hat uns gut durch den Winter geführt. Du hohle Frucht. Ist ja unvorstellbar. Ich weiß nicht, was bei den Grünen los ist im Gehirn, aber viel kann es nicht sein. Erinnert euch mal bitte alle dran zurück, als wir die minus 10 Grad hatten im Dezember. Da hat der Herr Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, davor gewarnt, wir müssen sofort sparen. Alle da draußen müssen sofort sparen, weil wir an einem einzigen Tag 1,2% des gesamten deutschen Gasvolumens der Speicher entleert haben. Am Tag danach waren es 1%. Und am Tag danach waren es nochmals 1%. Also in 3 Tagen 3,2%. Und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten nun mal nicht so ein Schwein gehabt und der Herrgott hätte es nicht so gut mit uns gemeint, dann wären in weniger als einem Monat hier alles leer gewesen und wir hätten im Kalten gesessen. Und was meint ihr, was dann hier los gewesen wäre? Und dann ein Herr Greichen als den Apostel schlechthin hinzustellen, da kannst du nur drauf kommen, wenn du eine grüne Matschbirne haben musst. Unverantwortlich, was wir da für ein Schwein hatten. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn es mal geknallt hätte, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Frau Schulze, ihr wollt nochmal bei der Wahrheit bleiben. Sie müssen nicht so laut schreien. Wer schreit, hat nicht immer recht. Und jetzt haben wir einen ganz besonderen Leckerbissen für Sie. Wir werden nicht zurückgehen in die Nische. Wir werden genau jetzt in die Breite gehen.